Hallo und willkommen. Diesmal nicht aus der Bastelecke oder aus der Werkstatt, sondern eher aus dem Computerkeller. Möchte mal kurz meinen Senf dazugeben zu der ganzen Geschichte Ryzen-Temperaturen, also Ryzen 3000 Temperaturen, Temperaturverhalten und vor allem Kühlung. Dazu erstmal kurz eine kleine Runde um meinen PC oder durch meinen PC. Man sieht also hier unten meine Grafikkarte, große Vega 64 Sapphire, die alleine schon etwa 350 Watt in das Gehäuse reinpumpt. Das Ganze hier ist ein Fantex, oh Gott, S600, nee, 600S, Eclipse 600S, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hat es eine Menge Platz, 240er Lüfter an der Front, die hier über diese Klappe hier verschlossen werden können oder eben halt, das ist alles hier magnetisch und muss man ganz schön zupacken, dass die aufgeht. Man kann das hier auch so anstellen, dann kann hier ein bisschen Luft eingesaugt werden. Ansonsten saugt das Gehäuse durch diese Schlitze hier Luft an. Entschuldigt das Chaos im Hintergrund, da ist mein Netzwerkanschluss und alles. Meine CPU kühle ich hier mit einem Kompaktwasserkühler mit 220er Lüftern und die Abwärme aus dem Gehäuse führt hinten in 120er, 140er ab. Das führt dazu, dass wenn die Grafikkarte hier richtig loslegt, wenn die unter Volllast läuft, dass die halt, wie gesagt, 350 Watt Hitze in das Gehäuse reinpumpt. Das führt dann wiederum dazu, dass die Hitze aufsteigt und mir vom Prinzip her über die Wasserkühlung, die ja die Luft nach außen fördert, über den Deckel raus, das ist oben offenes Gehäuse, das ist eine Mesh, wo die Luft rausgelassen werden kann, heizt es mir vom Prinzip her den Prozessor. Das klingt ein bisschen seltsam, aber ich nutze diesen Effekt sozusagen, um meinen Prozessor leiser zu kühlen. Und zwar, das Problem beim Ryzen 3000 ist das sogenannte Race-to-Idle-Verhalten. Das heißt, der Prozessor versucht immer, möglichst schnell wieder in den Idle-Status zu kommen. Das Thema ist inzwischen totgelatscht im Internet bis zum geht nicht mehr. Einige haben es bis heute noch nicht mitgekriegt, was das bedeutet. Das bedeutet im Grunde, sobald eine Aufgabe ansteht für den Prozessor, taktet er also extrem aggressiv hoch, führt diese Arbeit aus, die er auszuführen hat, und taktet dann wieder runter. Das führt dann dazu, hier sieht man das gerade wieder schön, hier auf dem Trend, ich weiß gar nicht, was das gerade war, ich habe bloß gerade hier gesehen, ich habe auf dem anderen Monitor habe ich hier noch so ein Histogramm, so ein gutes altes Widget laufen hier aus Windows 7 Zeiten, das mir die Core-Last anzeigt. Da habe ich also jetzt gerade gesehen, dass da gerade ein Core ausgelastet war. Das führt dann hier zu so einem Spike in der Temperatur. So, das alles überhaupt kein Problem. Die Prozessoren sind dafür gemacht, heiß zu laufen. Das Problem ist, dass die meisten Mainboard-BIOSe in der Voreinstellung diesen Temperaturanstieg sofort als Alarmzeichen sozusagen interpretieren und die CPU-Kühlung massiv hochfahren in diesem Moment. Das heißt also, man bekommt diesen Effekt bei einem Ryzen 3000, wenn man alles fertig zusammengebaut hat, das System das erste Mal installiert, Windows im Hintergrund einen Haufen Schnurrifax veranstaltet, dann sieht das hier bei weitem nicht so flach aus wie jetzt hier bei mir. Dann kriegt man diesen Effekt, man hat den Rechner zusammengebaut, setzt sich davor, hat vielleicht den Boxelkühler drauf, der dann unter hohen Drehzahl relativ laut werden kann und hat dann also ständig einen auf- und abjaulenden Lüfter am Ohr. Und dann kommt natürlich sofort das Kommentar wieder, Ryzen-Prozessor läuft heiß, Kühlung ist scheiße, funktioniert nicht, Lüfter taugt nichts, alles Mist. Wie gesagt, das Problem liegt eigentlich eher bei den BIOS-Programmierern und nicht beim Prozessor. Der Prozessor tut, was er soll. Der macht halt das, er erfüllt seine Aufgabe möglichst schnell, möglichst effizient, mit dem maximalen Takt. Und dabei wird natürlich dann der entsprechende Kern heiß. Und das ist dann immer gerade diese höchste Temperatur, die wird dann halt gerade ans BIOS gemeldet. Und das BIOS macht daraus dann halt, oh, ich muss die Lüfter hochdrehen und dreht die Lüfter hoch. Okay. Man kann das vermeiden. Und zwar, dazu müssen wir jetzt mal ins BIOS gehen. Das mache ich jetzt mal. Könnte das natürlich auch unter Windows einstellen mit irgendwelchen Tools. Aber
Das ist dann eben nur temporär bis zum nächsten Neustart und dann muss man das Tool wieder laden und so weiter. Insofern macht das mehr Sinn, ins BIOS zu gehen. Ich erkläre das jetzt hier also für mein MSI-Board. Andere Boards sind sehr ähnlich aufgebaut vom BIOS her. Der einzige Unterschied ist, was es in manchen Boards nicht gibt, ist diese Zeitsteuerung, die das MSI BIOS erlaubt. Aber ich habe auch kein anderes Board hier gerade im Haus. Meine PCs laufen alle auf MSI zurzeit. Weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Ich denke, auch bei den meisten Leuten ist es so. Insofern macht das schon Sinn, das für MSI zu zeigen. Ich denke, viele haben ein MSI-Board zurzeit. Also wenn man hier in den Hardware-Monitor reingeht bei MSI, wird man also hier mit dieser Lüftersteuerung begrüßt. Und hier sieht man jetzt hier oben meine CPU-Lüfter, auf welcher Drehzahl die laufen. Das ist relativ langsam. Und man sieht hier, das ist also eine Kurve, die habe ich angepasst. Das ist nicht die Originalkurve. Weil die Originalkurve setzt tiefer an und steigt dann relativ gleichmäßig an. Das Problem ist, die CPU bewegt sich halt oft und gerne in diesem mittleren Temperaturbereich. Man sieht das ja mal sehr schlecht hier in dieser Darstellung. Also wenn ich jetzt hier diesen Bobble hier anklicke, dann sind das halt hier 70 Grad Celsius. Der blendet immer dann erst hier unten ein. Das ist also der Bereich hier so zwischen, ich sag mal so 40 und 70, in dem der Prozessor sich gerne aufhält, wenn er nicht gerade viel zu tun hat. So, und jetzt sieht man hier also meine Lüfterkurve. Ich habe die also folgendermaßen angepasst. Ich habe praktisch diesen unteren Bereich möglichst flach gemacht. Und zwar habe ich die Drehzahl so hoch eingestellt, dass ich den Lüfter gerade nicht höre. Also dass mich die Lüfter gerade so nicht stören. Jetzt ist mein Computerkeller hier nicht absolut still. Hier hinten läuft noch ein NAS und hier läuft noch ein anderer Computer, der hier läuft, auf der anderen Seite läuft noch ein anderer Computer, den man eventuell möglicherweise sogar jetzt gerade im Hintergrund rauschen hört, der foltert gerade. Insofern, ja, Grafikkartenlüfter ist sowieso nicht still, weil die laufen auch unter Last mindestens 1200 oder so. Insofern macht es keinen Sinn, hier allzu weit runter zu gehen. Das hat eben den Vorteil, und das funktioniert bei der Kompaktwasserkühlung, die ich drin habe, genauso wie bei einem Luftkühler, dass man eine ziemlich konstante Drehzahl hat in dem gesamten unteren Temperaturbereich, was praktisch der gesamte Teillastbereich ist für Ryzen-Prozessoren. Das ist also auch der Bereich, in dem er boostet. Ja, wenn man denkt, oh, wenn der jetzt besonders heiß wird, verliere ich einen Haufen Boost. Ja, in der Theorie. Unter Volllast kann er sowieso nicht besonders hoch boosten und unter Teillast ist er immer noch kühl genug. Ja, so. Also hier, wie gesagt, das hier waren jetzt 70 Grad und ab 70 Grad rampt der Lüfter dann ziemlich steil hoch. Man sieht hier, ich habe ihn sogar bloß auf 90% begrenzt. Ich glaube, es gibt eine Automatik bei 85 Grad oder so kurz vor der Abschalttemperatur, wo der Lüfter dann sowieso auf 100 gedreht wird. Die meisten Kühler sind aber so überdimensioniert, weil die Ryzen-Prozessoren haben eigentlich gar keine so besonders hohe Wärmeabgabe. Deshalb sind die meisten Kühler eigentlich so überdimensioniert, dass man diese hohe Drehzahl hier gar nicht braucht. Systemlüfter habe ich über den internen Lüfter-Hub laufen. Hier sieht man auch wieder, habe ich eine ähnliche Kennlinie festgelegt, die also vom Prinzip hier auf meinem Toleranzlevel hier startet, ganz leicht hochrammt. So, wenn jetzt die Grafikkarte eine hohe Last erzeugt in Spielen, dann hätte ich also diesen Effekt, dass meine CPU halt kalt ist und die Grafikkarte dann aber einen Hitzestau im Gehäuse erzeugen würde. Deshalb ist das Niveau hier bei den Gehäuselüftern etwas höher und deshalb ist auch dieser leichte Anstieg beim CPU-Lüfter drin, weil in dem Moment, wenn Wärme von der Grafikkarte aufsteigt, heizt es die CPU mit an. Das würde bei einem Luftkühler genauso passieren. Bloß der quirlt die Luft dann halt nur im Gehäuse rum. Bei mir fördert er so raus. Das heißt also, wenn man einen Luftkühler einsetzt, dann kann man hier diesen Knick sogar noch später und noch extremer machen, wenn man das möchte. Weil die, ich sag mal hier so 30, 40% Lüfterleistung, wenn man da irgend so einen Brocken oder sowas drin hat oder keine Ahnung, von Thermalright irgendeinen größeren Kühler oder so, dann reichen also 30, 40, 50% Lüfterspeed vollkommen aus, um den Prozessor zu kühlen, außer halt wirklich unter maximaler Volllast. Ja, Systemlüfter steigen bei mir etwas an, weil die Wärme dann halt aufsteigt zu der Kühlung.
Der Systemlüfter ist auch an die CPU als Temperaturquelle gekoppelt. Hier hinten ist das, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, ist so ein bisschen hier am Bildrand. Mal scharf drauf stellen. Ja, ist also auch an die CPU als Wärme, also als Temperaturquelle gekoppelt. Und das führt dazu, dass wenn jetzt Wärme aufsteigt und über den Wasserkreislauf, das würde wie gesagt über den Luftkühler genauso funktionieren, die CPU aufheizt, dass dann die Gehäuselüfter hochdrehen und ein bisschen mehr frische Luft reinschaufeln, um die 350 Watt von der Grafikkarte loszuwerden. Aber wenn die richtig volles Rohr losheizt, ist eh alles zu spät. Gut, okay. Das sind also so meine Vorgänge. Ach so, ja, genau. Und dann, ehe ich es vergesse, hier hinten ist noch diese Step-Up- und Step-Down-Time hier hinten, die man hier einstellen kann bei MSI. Muss ich nochmal darüber schwenken. Da. So ein bisschen hier. Hier. Hier sieht man, ich habe hier die Zeiten verlängert. Das heißt, ich habe dafür gesorgt, dass die Lüfter etwas langsamer hochdrehen und vor allem sehr viel langsamer wieder runterdrehen. Also das sind 0,3 Sekunden. Ich nehme mal an, das gilt für jeweils einen 1% Step in der Drehzahl oder so. Steht nirgendwo beschrieben. Auf jeden Fall, wenn man diese Zahlen auf 0,3 und 0,7 stellt, kann auch höher gehen und auf eine Sekunde beim Runterdrehen, dann führt das eben dazu, dass die Lüfter auf kleine, schnelle Temperaturänderungen verzögert reagieren. Sie drehen vor allem eben langsamer runter. Das heißt also, wenn ich einmal irgendwas mache, was den Rechner belastet, ein Spiel habe oder so, und ich habe im Spiel eine schwankende Last, dann habe ich dadurch den Effekt, durch diese Einstellungen hier, dass die Lüfter einfach weiterlaufen, wenn es noch was zu kühlen gibt, und dann erst langsam wieder runterdrehen, sodass die nicht bei jedem Levelwechsel oder wenn ich einmal in den Himmel gucke, sofort die Drehzahl reduzieren und danach dann wieder hochjaulen. So. Ja, also mit diesen Einstellungen, indem man praktisch dieses Plateau einstellt und dann erst zum Schluss einen möglichst nicht allzu steilen Anstieg, bekommt man die Lüfter in den Griff, sodass sie etwas gleichmäßiger und nicht so aggressiv hoch und runter drehen. Ich habe keine Änderungen gemacht, das ist richtig. Ich will eigentlich alles so behalten, wie es ist. So, dann starten wir nochmal hier das Windows. Dauert natürlich im Moment. Meldet sich. Gucken wir noch mal den Reisenmaster. Was? Okay. So, weil ich hier gerade noch mal was zeigen wollte. Ich vermute mal, da Folding at Home aktiv ist, wird der Rechner gleich anfangen loszufolgen. Ansonsten kann ich das gleich noch mal. Ja, Pause. Okay, das hat er sich gemerkt. Fold. Und jetzt gucken wir hier unten mal auf die Temperatur. Zack. Da sieht man, wie sie hochgeht. Und das sind jetzt 72 Grad. Hier noch ein bisschen reinzoomen hier. 72 Grad. Das heißt, wir sind jetzt wunderbar auf diesem ansteigenden Ast in meinem Temperatur-Lüfterprofil. Und man hört es vielleicht im Hintergrund, aber die Lüfter sind jetzt langsam am Hochdrehen. Und die CPU boostet, was er halt darf. Das funktioniert nach wie vor. Obwohl es ja relativ warm läuft. Aber man kann eben den Prozessor versuchen zu kühlen, wie man will. Einfach weil der Chip, der die eigentlichen Berechnungen ausführt, so klein ist und so kompakt gepackt ist und die Wärme auf so konzentriertem Raum entsteht, kann man da, egal was auch immer für einen Kühler aufpacken, außer Flüssigstickstoff, das Ding wird immer warm sein unter Last. Kann man nichts gegen machen. Das ist konstruktiv bedingt so. Deshalb macht es keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Wie gesagt, ein flaches Lüfterprofil einstellen,
einen Anstieg zum Schluss, weil diese Spitzen, die sieht man ja hier, nur diese Unruhe hier, die sieht man ja nur im Eidl. Und da ist die Temperatur dann konsistent. Dann verändert sie sich nicht mehr. Das heißt, wenn ich im Lastbereich einen steilen Anstieg von meiner Lüfterkurve habe, dann habe ich das Problem nicht, dass ständig die Lüfterdrehzahl sich ändert. Und ein gleichmäßig rauschender Lüfter ist kein Problem, der stört mich nicht. Aber ein Lüfter, der ständig hoch und runter jault, das ist dann sehr unangenehm. So, ich pausiere mal hier den Folder und da sieht man eben sofort, wie die Temperatur reagiert. Na, das geht innerhalb von Sekunden. Ist er wieder auf seiner Standardtemperatur vorher. Jetzt, ach, ja, ist wieder ein Spike. Jetzt hat er wieder irgendwas, keine Ahnung, was gespeichert, irgendwas. Und hier sieht man also einen kurzen Spike in der Belastung der Kerne und gleich einen kurzen Spike in der Temperatur. Und mit der Standardlüfterregelung wäre das jetzt schon wieder ein gewesen, wo der Lüfter kurz hochdreht. So, also, das ist meine Methode, mit dem Ryzen-Kühlungsdilemma umzugehen. Wer eine andere Idee hat, kann das gerne probieren, aber das habe ich jetzt schon bei sehr vielen Rechnern so eingestellt und das funktioniert nach meiner Erfahrung ganz wunderbar.